So, liebe Leute, die endlosen Bossfights nehmen kein Ende. Na gut, sind ja auch endlose Bossfights. Aber wir sind bei Dark Souls 3. Wir treten gegen Gael an. Im End. Oder einem fast am Ende beim DLC The Ring City. Und ich will mal so sagen, die letzte Folge hat gezeigt, dass ich mich besser schon mal geschlagen habe. Wirkt nicht mehr im Rhythmus. Macht mich kaputt. Oh, langsam kratzt es auch wirklich am Ego, dass hier gar nichts mehr funktioniert. Das Bittere ist, ich muss heute 4 Folgen füllen. Passt das nicht wirklich. Handshake! Das kann doch alles nicht wahr sein. Die letzten Folgen waren doch schon viel, viel besser als dieses Gemurkse hier. Ich verstehe es wirklich nicht. Vielleicht ist es wirklich auf einer metaphysischen Ebene das, was From Software sagen will. Unsere Seelen werden zu dunklen Seelen dabei. The blood of the dark soul. Ja. Mit dem Langschwert hatte ich ihn, glaube ich, auch noch nicht einmal so tief wie mit den zwei Doppelschwertern. Kloppen könnte, das will noch was.
ist nicht zum Aushalten wirklich. Diese scheiß Armbrust oben drauf auch noch, ey. Als wäre das aus sich schon kack genug, bitte. Mit diesem Mantel. Was eine Scheiße, ey. Die ganzen Armbrustbolzen am Boden, ey. Was ist jetzt? Achso, das ist es. Oh. Richtig gut hier. Oh nein, er macht ja seinen Hampelkram, ich hab's vergessen. Armbrust zwischendurch oder was? Alles klar. Oh, nicht schon wieder. Armbrustbolzen dazu. Also wirklich. Was für ein Wahnsinn ist das hier, ey. Nein, da hau ich auch noch daneben. Kampf. So wie damals bei Modern Warfare das Pripyat-Level. Scheiß Hund. Wie kann ich das denn beides vergangen? Irgendwie bin ich raus, ich weiß auch nicht. Wieso ist das dann so, dass das immer dann vorbeigeht? Ich
Gegner sind keine fucking Kämpfe so häufig. Den unterschiedlichen. Wenn man wenigstens irgendwas davon ausschalten könnte, was weiß ich, im Strategiespiel würde man, weiß nicht, die Blitztürme ausschalten oder so, bevor man angreift. Is this the blood? Aber hier ist ja irgendwie keine andere Möglichkeit. The blood of the dark soul. Möglich. Der Phones ziehen. Meine Güte, da haben wir doch gestohlen mit diesem Spiel langsam, echt. Höchsten Respekt, dass ihr das... Ja, klar, mach einfach nochmal eine zweite Schlag. Dass ihr sowas hinbekommt, ey, das ist unglaublich. Das ist doch wirklich... völlig gestört. Und dann noch die Blitze gleich. Einfach nicht machbar, dieser ganze Quatsch hier noch oben drauf dann. Noch sein Mäntelchen dann mit rein, nochmal seine Kackwurzeinlage hier. Nein, dann hauen wir nochmal schön daneben. Klar. Was für eine Quatsch. Und ich muss abschätzen, wann er schlägt. Und ich kriege das nicht hin. Ja.
Also wenn man gerade keinen glühenden Nagel zur Hand hat, den man sich gerne in den Hoden rammen möchte, dann empfehle ich dieses Spiel. Genau dann. Okay. Es nützt ja alles nichts. Aber das ist halt auch das eines der wenigen Spiele, was wir wirklich körperlich was abverlangen. Die alten Battlefields, die haben mich noch ähnlich. Ach, verfickt! Ich drehe durch mit dem. Es macht mich so krank. Wieso habe ich den jetzt verfehlt? Gut, wenigstens kommen wir häufiger in die Verlegenheit, in die Gelegenheit, mit der Knalltüte in der zweiten Phase zu trainieren. Das ist ja schon mal was. Stelle und kriegt man schon den zweiten Schlag. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, jetzt kommen wir, jetzt hängt wieder wie so ein Damoklesschwert. Dieser eine Versuch, wo wir ihn jetzt eben fast bis auf 10% runter hatten oder so, der hängt jetzt wieder über der Performance. Kuckuck, Gail, da bist du denn? Da bist du ja, wie schön. Fast gar nicht eintönig, diese Dauer-Bosskämpfe. Ich werde ihn nicht ausschlagen.
Meine Güte, ey. Jetzt hätte ich das zum ersten Mal jetzt hier gemacht. Warum kann er jetzt neulich mal ausweichen? Das ist doch völlig neu, das hat er doch bisher nicht. Ach wirklich, wieso geht der Stich neulich in ins Leben? Das ist doch wirklich... Ach. Für diese Spielmechanik brauchst du einen Doktortitel, echt. Doktor der From Softologie. Menschenskinder, ey. Zu früh gesprungen, wie schön. Mann, das ist doch alles nur noch Bullshit hier. Ich komme hier nicht mehr klar. Also. Ich weiß nicht, was hier auf einmal anders läuft. Ich kissen nehmen. Nur einen neuen Plakons, dann brauche ich bei der zweiten Phase nicht erst auftauchen. Das ist auch das, was mir im Spiel so ankommt. Wenn es dann richtig kacke läuft, dann hat man keine Chance, es mehr zu treffen. Meine Fresse nervt es. Es muss doch möglich sein, irgendwann mal regulär, regelmäßig in diese dämliche zweite Phase zu kommen. Ich meine, hätte ich so oft gesagt, wer hat das für eine gute Idee gehalten? Ey? So nötig. Geil, eigentlich ist das ein Pussy-Move, was du da machst. Mit deiner blöden Armbrust. Ah!
dieser Rhythmus mit dem zweiten Schlag. Okay. Ich krieg es nicht hin. Das hat doch keinen Sinn. Das war's dann mit der Heilung. Ich hab's. Ich hab ihn. Und das sogar mit dem Großen, mit dem Großschwert. Alter Scheiße, ey. Was war das denn? Meine Herren. Okay. Ich hoffe, ich habe euch nicht wieder zu viel ins Mikro gebrüllt, weil ich ja extra den Ton verändert habe. Huch, hier sind ja noch mehr Tote auf einmal. Wen hat er denn hier geschlachtet? Hier hat er auf jeden Fall die dunklen Seelen rausgegraben von einigen Königinnen oder so, die hier noch waren. Kann das sein? Das jetzt hier scheint es irgendwie gar nicht weiter zu gehen. Also, so einen richtigen Abspann oder so hat es jetzt ja nicht gegeben. Ne? Also, insofern. Boah, das war aber wirklich hart. Ich bin immer noch etwas sprachlos. Das war viel heftiger, als ich das erwartet habe, ehrlich gesagt. Letztendlich war es dann nachher seinen langen Angriff, diesen Sprungangriff abwarten, dann im richtigen Moment unter ihm durchrollen, während man nichts sieht allerdings, also nur nach Gehör, so ähnlich wie ich es vermutet hatte. Und dann war auch sehr viel Glück dabei. Ist aber auch witzig, ne? Ich meine, ich war ja sehr oft mit 10, 11 Flakons da. Und habe es trotzdem nicht geschafft. Und nachher mit der letzten, ne? Mit dem letzten Hauch. Alter Schwede, ey. Ich würde sagen, ich atme einen Moment durch. Danke euch für eure Aufmerksamkeit und dass ihr so schön neugierig dabei bleibt. Für eure ganzen Tipps. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Und ciao.